Die DHV News vom 11. August 2023. Legalize-Gesetz, kurzes Update. Erster Cannabis-Bauernmarkt in New York. Mit freundlicher Unterstützung von Avai Medical, Drehhandel und Seeds24. Herzlich willkommen bei den DHV News. Ich bin nach tagelanger Verschollenheit im dunklen Odenwald als Georg der Graue zu euch zurückgekommen und habe ein Kurzupdate dabei zum Thema Legalisierungsgesetz für eine kurze Ausgabe heute. Nächste Woche wird es wieder richtig spannend, aber dazu gleich mehr. Erst nochmal der Hinweis, morgen ist Hanfparade. Für alle Frühgucker hier, ja, die vor der Hanfparade der DHV-News gucken, seien hiermit noch ein letztes Mal daran erinnert, kommt zur Hanfparade, die einzige große regelmäßige Demonstration für die Legalisierung von Cannabis, wo Leute, Tausende von Leuten aus ganz Deutschland zusammenkommen. Das ist eine einmalige Sache seit langer Zeit und ja, man sieht sich da. Außer diejenigen, die vielleicht im Südwesten sind und zwar Lust haben, sich zu engagieren und ein bisschen Zeit am Samstag, aber doch den langen Weg nicht auf sich nehmen können und wollen, die können beim CSD in Mannheim mitmachen. Da gibt es nämlich auch einen grünen Block, der von unserer Ortsgruppe Rhein-Neckar mit organisiert wird. Dazu bei den Terminen mehr oder in der Videobeschreibung. Und wir haben auch einen eigenen Wagen bei der Hanfparade, um darauf nochmal zurückzukommen, und haben da eine T-Shirt-Kanone zum ersten Mal. Ja, ganz doll, da habe ich eben schon ein Video gesehen, wie die Kollegen das Ding ausprobiert haben. Ja, ist wirklich faszinierend. Ich will mindestens ein T-Shirt will ich auch mal verballern. Das Ding hat eine richtig große Reichweite. Man wundert sich. Auf jeden Fall gibt es umsonst T-Shirts und umsonst Luftballons an unserem Wagen, an der Hanfparade. Und ein letztes Mal, kommt da hin, wir sehen uns da. Jetzt das kurze Update, ist wirklich kurz, ja, zum Gesetzentwurf. Eigentlich ist gar nichts passiert, war optimal zum Urlaub machen, eine Ausgabe ausfallen lassen letzte Woche und auch für zwei Wochen ist nicht viel passiert. Außer, dass jetzt alle Stellungnahmen online sind. Wir hatten unsere eigene ja schon vorgestellt und auch mit einem langen Video quasi schon vor der schriftlichen Stellungnahme euch präsentiert. Und wir haben auf unserer Seite dann gesammelt, was so zusammengekommen ist an neuen Stellungnahmen. Und auch das BMG, Bundesgesundheitsministerium, hat jetzt alle eingegangenen Stellungnahmen auf die eigene Seite gepackt. Beide Listen stelle ich euch zur Verfügung in der Videobeschreibung. Es sind über 50 Stellungnahmen. Ja, ich habe die nicht alle gelesen oder habe eigentlich gar keine gelesen, außer unseren eigenen bisher fast. Das wäre das einzige Thema, wo ich euch hier mit totschwätzen könnte, jetzt stundenlang. Aber ich glaube, das wird auch keiner mehr gucken dann, wer sich dafür interessiert. Guckt halt selber rein. Bei uns in der Liste sind tatsächlich noch ein paar Stellungnahmen mehr drin, die das BMG nicht aufführt, die von zum Beispiel Cannabis Social Clubs Netzwerken vorgestellt worden sind, die eben nicht offiziell angefragt worden sind vom BMG. Der zweite Punkt zum Thema Update ist eigentlich, dass es keine Neuigkeiten gibt, was den Zeitplan angeht, was gut ist. Denn am 16. August, nächste Woche Mittwoch, soll der Kabinettsentwurf vorgestellt werden. Und deswegen sage ich auch, nächste Woche wird wieder spannend, da gibt es wieder was zu berichten. Der Termin scheint zu stehen und nicht zu wackeln. Das ist jetzt auch schon bei der Bundespressekonferenz in der Terminliste mit dabei, dass Lauterbach da was vorstellt zum Gesetzentwurf. Und ich nehme an, dass wir dann auch am Mittwoch dann schon den neuen Entwurf zu sehen kriegen, dass er online gestellt wird. Und dann geht natürlich wieder das große Lesen los und über 100 Seiten werden dann verglichen, irgendwie was hat sich geändert und so. Da muss man wieder ganz genau hinschauen. Mal sehen, ob wir damit fertig sind bis Freitag. Auf jeden Fall gibt es dann wieder mehr zu erzählen. Alle 3 Minuten wird in Deutschland ein Strafverfahren gegen Cannabiskonsumenten eingeleitet. Das sind laut polizeilicher Kriminalstatistik über 174.000 pro Jahr. Du findest das auch sinnlos und willst das Verbot endlich beenden? Wir kämpfen dafür und brauchen dich. Hilf jetzt mit deiner Spende oder Mitgliedschaft und mach mit uns Legalisierung möglich. Für nur 5 Euro pro Monat. Einfach online anmelden unter hanfverband.de. Schluss mit Krimi, Cannabis normal. Eine kleine Geschichte noch, ja, Sommerlauchfüllerei sozusagen. Passt hier zumindest ganz gut, weil bald in Bayern Landtagswahlen sind. Und da auch die Freien Wähler antreten, die ja jetzt sogar in Bayern in der Regierung mit dabei sind, auch wenn man sonst in Deutschland mit Freien Wählern nicht so viel anfangen kann, aber Hubert Aiwanger hat jeder schon mal gehört, ja, und dass der dabei ist, Richtung Populismus noch mehr abzurutschen als die CSU sowieso schon, ja, die sind ja auch irgendwie fürchterliche Dummschwätzer, jedenfalls wenn es um Cannabis geht, auch diese Woche wieder, ja, haben wieder Holecek und Söder Klamotten rausgehauen, ja, die sind da ja sehr, sehr stabil dabei, was unterirdische Kommentare angeht.
Aber da wollte jetzt Aiwanger als der Oberpopulist nicht hinten anstehen. Und da gibt es einen Bericht in der Süddeutschen dazu, der schon getitelt ist mit Die Demokratie beginnt am Stammtisch. Ja, also ich bin der Oberpopulist, hat er gesagt quasi damit. Und da zitiere ich mal kurz. Hubert Aiwanger, Freie Wähler. 1000 Jahre haben wir Bier gesoffen. Das hat uns nicht geschadet. Wenn jetzt 1000 Jahre gekifft wird, garantiere ich, dass es schlechter wird. Ja, also da mal jetzt dazu. Ich habe nicht 1000 Jahre Bier gesoffen. Ja, davon distanziere ich mich. Ja. Er hat 1000 Jahre Bier gesoffen. Und dass es nicht schadet, allgemein kann man jetzt auch nicht unbedingt sagen. Ja. Also wir haben ja schon irgendwie ein paar 10.000 Tote im Jahr, die an Alkoholkonsum sterben. Ja, da sind auch Biertote dabei. Also ein paar von uns hat es schon geschadet, die Sauferei 1000 Jahre lang. Und von dem Mann, der 1000 Jahre Bier gesoffen hat, kriegen wir jetzt eine Garantie, dass es schlechter ist, wenn wir jetzt 1000 Jahre kiffen. Da würde ich jetzt nicht allzu viel drauf geben. Auf jeden Fall hat er natürlich dann auch damit noch die Bundesregierung kritisiert und Lauterbach will ja nur deswegen legalisieren, damit die Bevölkerung eingelullt wird, damit sie den Mist vom Lauterbach nicht mehr merken und so weiter. Also Dummschwätze hoch 10 für die Stammtische. Ich fürchte, die Freien Wähler werden in unserer Wahlempfehlung nicht gut wegkommen. Mal wieder. Früher waren die mal gar nicht schlecht, glaube ich, bei der vorletzten Landtagswahl. Aber ich habe nochmal geguckt, ob bei der letzten Landtagswahl waren sie schon nicht wählbar für Handfreunde. Ja, also ganz klar gegen Legalisierung. Insofern folgt ja da dem Parteiprogramm der Hubert Aiwanger. Nochmal ein ganz kurzer Blick über den Tellerrand nach New York. Da gibt es nämlich jetzt die ersten Cannabis-Bauernmärkte. Ich habe leider noch keine Bilder gesehen, ja, da bin ich total gespannt, weil das zum ersten Mal ein offizieller Verkauf außerhalb von geschlossenen Gebäuden ist. Ja, man wird ja auch, wird da sehr viel Wert drauf gelegt, weltweit, jetzt auch bei uns bei der ganzen Debatte, dass man Fachgeschäfte hat, wo eben auch Jugendliche gar nicht reingelassen werden. In den USA ist ja auch regelmäßig Ausweiskontrolle am Eingang dieser Läden und so weiter. Und es gibt natürlich auch Leute, die sagen, ja, was soll das? Ja, ist halt auch nur Gemüse letztendlich und warum soll man das nicht auf dem Markt verkaufen dürfen, wie andere Bauern auch? Und in New York gibt es das jetzt tatsächlich, ja, nach langer Diskussion, weil da die Lizenzvergabe an normale Shops jetzt nicht so schnell vorwärts geht wie gedacht. Es gibt also immer noch etliche Stadtteile, wo es noch gar keinen offiziellen Cannabis-Verkaufsshop gibt, der den legal betreibt jedenfalls. Und da haben sie gesagt, okay, bis dahin dürft ihr jetzt solche Bauernmärkte machen. Gibt es so ein paar Regeln dafür, dass da halt mindestens 3 Produzenten dann beteiligt sein müssen, dass es nicht so ein Monopolmarkt ist sozusagen von einer Firma. Da wird auch nur Cannabis verkauft jetzt und das nicht irgendwie mitten zwischen dem Gemüse oder so. Aber immerhin, ja, also Cannabisverkauf mitten in der Stadt in New York auf irgendeinem Parkplatz, glaube ich, ist jetzt der erste tatsächlich genehmigt. Das ist mal wieder ein kleiner Meilenstein sozusagen. Es gibt, soweit ich weiß, noch die Möglichkeit, auf Festivals hier und da mal einen Verkaufsstand aufzumachen. Habe ich auch noch keine Bilder von gesehen oder Berichte von gelesen, aber da ist zumindest schon mal diskutiert worden. Ja, aber so ein Bauernmarkt, das ist jetzt wirklich eine neue Dimension, die in New York gerade Wirklichkeit wird. Ausgerechnet in New York, wo man so mit Bauern nicht fürchterlich viel assoziiert. So, und jetzt kommt schon der Ortsgruppenfunk. Rhein-Neckar habe ich eben erwähnt. Die sind dabei, schon den CSD vorzubereiten. Der ist immer parallel zur Hanfparade. Deswegen sind leider die Kollegen von da unten regelmäßig nicht dabei bei der Hanfparade hier in Berlin. Ja, und wer sonst auch noch da unten feststeckt sozusagen, aber am Samstag aktiv werden will, der kann eben mitmachen beim Hanfverband Rhein-Neckar. Und eine zweite Aktion, nochmal Hanfverband Rhein-Neckar, unsere Ortsgruppe da, wieder Mannheim. Auf der Bundesgartenschau waren sie auch mit einer kleinen Aktion. Kleine Pop-up, Zwei-Mann-Aktion offensichtlich nach den Bildern zu urteilen, auch eine nette Aktion. Also man kommt immer wieder auf neue Ideen und das sieht man auch bei der Ortsgruppe Stuttgart. Ja. Manchmal sehe ich halt da noch Sachen, wo ich noch nie gehört habe, dass eine Ortsgruppe sowas gemacht hat. Infostand ist natürlich erstmal nicht so überraschend, ja, auf dem Festival, in dem Fall beim Umsonst- und Draußen-Festival. Letztes Wochenende hatten da gute Gespräche und außerdem haben sie aus Glasflaschen Bongs gebaut. Ja, das ist das Neue, habe ich noch nicht gehört. Ja, also man kann in DHV-Ortsgruppen auch aus Glasflaschen Bongs bauen. Zum Umsonst- und Draußen-Festival passt das wahrscheinlich ganz gut. Schlechtes Wetter hatten sie, waren nicht viele Leute da. Und die Menschen, wo vorbeikamen, interessierten sich hauptsächlich für den aktuellen Stand der Cannabis-Legalisierung, haben sie geschrieben.
Das ist ja auch nicht wieder überraschend, ja, aber schaffe, Böngle baue, das ist auf jeden Fall mal was anderes. Und damit sind wir bei den Terminen. Die Hanfparade natürlich nochmal erwähnt, ja, also Samstag, 12. August und der Hanfblock beim CSD, Samstag, 12. August. In Magdeburg trifft sich die Ortsgruppe Sonntag, 13. August. Die Gruppe in Berlin, Dienstag, 15. August. Dann haben wir die Hanfmesse in Düsseldorf, die Canna Fair, Freitag, 25. August bis Sonntag, 27. August. Und die Mahnwache beim Laternenfest der Ortsgruppe in Halle am Samstag, 26. August. So, das war unser Kurzupdate. Nächste Woche wird es wieder spannend. Wie gesagt, um das nicht zu verpassen, abonniert den Kanal, drückt die Glocke, damit ihr auch wirklich mitbekommt, wenn hier neue Videos online gehen. Ja, like dieses Video, da freue ich mich und ich wünsche euch einen schönen Tag und einen geruhsamen Abend.